2 jetzt. Irgendwie kriege ich entweder voll viele Puzzleteile oder fast gar nichts. Oho! Okay, Zahnradjogging. Klingt nach einem geilen Namen. Ich habe nur befürchtet, dass die Köpfe nicht rausgucken, ehrlich gesagt. Ist eigentlich sehr gut. Wie gesagt, ich muss das eigentlich mal wirklich abgeben. Ich war bisher irgendwie immer zu faul, mich damit auseinanderzusetzen. Weil immer, wenn ich mich mit Technik auseinandersetzen muss, dann ist es für mich heftig Dance Game. Aber sollte es eigentlich mal tun, damit halt sowas auch vernünftig läuft. Oh, die schöne Musik hier. Alter, die Mucke. Oh mein Gott. Die Musik, Leute. Craygasm. Für was war das noch? In welchem Original war das nochmal? Also, wo spielte das Lied hier? Im ersten Country. Ist es aus dem ersten oder aus dem zweiten? Ich weiß es gerade nicht. Wahrscheinlich aus dem ersten, ne? Oh Gott. Muck geht schon heftig ab gerade. Es kann mehrere Gründe haben, ja, indeed. Ich sollte halt, wie gesagt, wirklich mal irgendwie Teststreams machen. Einfach den Stream anmachen und so ohne Ankündigung, damit ich auch wirklich direkt Feedback habe, weil ein paar Leute sind ja immer hier, ihr Schlawiner. Ich erinnere neulich, als ich mitten in der Nacht Xenoblade Chronicles gespielt habe und dann erstmal 70 Leute zum Start schon hier waren. Ohne Ankündigung wohlgemerkt. Ich habe es nämlich nirgendwo angekündigt. Und da kam der Input nicht raus. Ich hasse Bewegungssteuerung aus tiefstem. Fucking hell, ey. Zum ersten der Fabrikwelt. Okay, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Alter. Brady mit dem Monka S. Okay. Um wie viel Uhr hast du denn Xenos Schwert gespielt? Um 3:30. Morgens, wohlgemerkt. Bis kurz nach 6. Ah. Ungeduld und Maro schlägt wieder zu. Ich will das schnell wieder zu der Stelle, wo ich gerade verkackt habe. Boah! What the fuck war das denn? Wow, was muss ich denn gerade? Hilfe! Alter! Eieieiei. Kinder 4 morgens. Ne? War heftig durchgecheased gerade. Aber für einen Kumpel bin ich sowieso schon der Cheese-Meister. Weil der guckt mir immer zu, wenn ich Xenoblade spiele. Und da cheese ich mich auch dauernd auf irgendwelchen Bergen hoch, wo ich definitiv nicht sein sollte. Also nicht auf diese Art und Weise jedenfalls. Aber ich habe halt Spaß, sowas zu finden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal passiert es auch gar nicht mit Absicht. Das passiert dann halt einfach. Richtige Speedrun-Strats. Schon. Wie gesagt, am besten sind Jump'n'Runs, wenn man halt übelst durchspeeden kann, was Level-Design es auch zulässt. Das macht mir persönlich immer am meisten Spaß. Deswegen habe ich auch Rayman Legends so gefeiert. Immer diese Bewegungssteuerung bei den Fässern. Na, ich meinte ja nicht bei den Fässern.
Sei nicht gemein zu mir, Manno. Mein Chat ist schon wieder fies. So. Ich meine, Xenoblade 2. Xenoblade 3 gibt's nicht. Das hier wird nicht. Oh shit. Aber wenn ich jetzt wüsste, in welchem Winkel das fliegt, da wahrscheinlich genau so nah. Ja. Genau. Genau so halt. X ist ja X. Das ist ja ein eigenes Ding. Gott sei Dank. Oh! Dann solltest du mal Celestia spielen. Super Story, super Musik, super zu spielen. Ja, es ist auch auf meiner I'm interested Liste quasi. Süchen. Also, ich hoffe, die Fabrikwelt verkackt's nicht, aber bisher gefallen mir alle Level in dieser Stage. Also, es verkackt's nicht, ne? Selbst wenn jetzt ein Level mal nicht so gut ist, sind trotzdem noch die meisten sehr gut. Oh, da hatte ich recht. Da fange ich schon an zu stottern. Ich dachte, die fliegt direkt ins Fass rein. So. Ich nehme an, dass ich da, ja, so natürlich nicht hinkomme. Dom di dom, Roffelkopter. Habe ich einen der alle Buchstaben? Habe ich gar nicht aufgepasst. Ja, habe ich. Gut. Kohn. Schön in den Ketten festhalten hier. Geil. Piraten da oben. Habe ich gerade ein Scrap-Geräusch gehört? Die Ottwelt. Ottwelt, ja, genau. Herr Shomaru, du mich auch. Oh Gott, so. Sui kann plötzlich Russisch. Nein! Das sollte wieder eine Bewegungsrolle sein. Wo war meine Bewegungsrolle? Da war meine Bewegungsrolle. Wunderschön. Oh oh. Das war ein Fehler, oder? Nein. Nicht direkt jedenfalls. Dum dum. Alter, der Icredium. Ist das nicht der Mod mit dem Teddybären? Oh shit, ich bin tot, oder? So eine Musik habt ihr doch auch im Let's Play gesungen. Ja, das ist ziemlich safe, haben wir das. Ziemlich safe. So. Oh! Omega! Einfach nur Omega. Nicht mal Omega irgendwas. Einfach nur Omega. Pff. Genau der. Gut kombiniert. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich muss das rechts abpassen. Ich muss das rechts doch abpassen. Warum gelingt mir das gerade nicht? Das war nicht gut. Herr Shomaru, das war nicht gut. Das war nicht nur nicht gut. Das war sogar ziemlich beschissen. Omega ist einfach unser Ausdruck für irgendwas, was mega krass ist. Ah! Und Omega ist auch ein geiles Wort, wenn man mal ehrlich ist. Bei Omega denke ich mal sofort an irgendwas Mächtiges. Nein, warum mache ich das schon wieder? Ah! Habe ich das jemals auf normalem Weg eigentlich gemacht? Ich glaube nicht. Oh! Close! Okay, lass deinen Flammenwerfer mal schön bei dir, Dude. So. Brumpfschrei, diese ganze Stage ist ein einzelner Brumpfschrei. Boah. Eieiei. Ne, 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 ne. Ja, aber so rein, wenn wir mal mit der Logik rangehen, ne? Wir schießen dagegen dieses Zielfass. Wo genau kommen wir denn dann hin eigentlich? Weil, ich meine, klar, wir machen das Zielfass auf, aber was macht das Zielfass? Wir stehen ja jetzt auf sicherem Boden, aber eigentlich müssen wir total weiter geradeaus fliegen und irgendwann in den Gewand plätschen oder auf dem Boden, da sind wir wieder tot. Versteht ihr?
So, Schalterverwalter. Alter Walter, der mit dem Schalterverwalter. Let's go. Ah. So. Alter Falter, Walter, der Schalterverwalter. Aber da kommt zweimal Walter drin vor, also eigentlich geht's das nicht. Plothole. Richtiges Plothole. Suche diesen Schalter. Oh, wisst ihr, was mich das erinnert? Ja, auch nicht. Aber das war gelogen. Ich weiß nicht, was ich jetzt sehe. Das erinnert mich an... Kann ich die berühren, die Dinger? Okay, gut. Das erinnert mich an Donkey Country 1. Diese komischen Typen. Diese Krokos, die sich immer lahmgelegt haben, wenn man so ein Fass berührt hat. Gabagibi, 4 Monate treu. Jedes Mal, wenn Sui subbt, verliert ein Engel seine Flügel. Was? Warum? Aber Hallöchen und Dankeschön für deinen Resub. Ich hätte wetten können, da oben wäre was gewesen. Aber nein, hier war was. Oder ist was, wie auch immer. Wie auch immer, Mann. Alter, da war wieder nicht die Rolle, die ich eigentlich machen... Ja, die wollte ich dafür jetzt nicht machen. Oh mein Gott. Ich raste aus. Mein Name ist nicht Klaus. Ah. Geht doch. EZ. Schalter gefunden. Wo ist mein Finderlohn? Stimmt eigentlich, ne? Oh, shit. Wie ist es eigentlich mit dem Finderlohn so? Ist das... Das sollte keine Rolle werden, sondern ein Klatschen, du blöder Scheiße. Aber es ist in Ordnung, weil ich habe das Puzzleteil da oben eingesammelt. Und es ist basically direkt am Anfang. Aua. Hat wehgetan. Riecht nach verkohlten Affenhaaren. Not even Hans. Stimmt, das sollten wir jetzt einfach mal einführen. Warum kriegt Klaus immer den ganzen Ruhm? Was ist mit Hans? So, und jetzt klopfen. Das ist nicht klopfen. Hm. Kann ich ihn nicht töten? Sind die etwa unsterblich? Anscheinend. Okay, da ist einfach gar nichts rausgekommen. Die Enttäuschung ist Realität. Die Enttäuschung ist Edeka. Versteht ihr? Weil sie sonst immer real ist. Okay, wir spielen das Spiel einfach. Das ist nicht mal gelogen. Ich mag Edeka. Edeka ist cool. Edeka und ich sind richtig dicke. Leider gibt es keinen Edeka hier bei uns in der Nähe. Oh Gott, ich verstehe. Voll clever. Voll das schlaue Rätsel. Oder ich auch einfach oben drüber schwingen können. So. Bomb. Star, danke dir für 4 Monate Treue. Danke dir. Thank you very much. Product Placement. Wär's denn mal so? Ich sollte eigentlich... Wow, plötzlich mega trockener Hals so. Von nichts auf jetzt. Von nichts auf gleich. Warte mal. Ach, egal. Ups. So. Ich muss mich mal erstmal anders hinsetzen hier. Ach so, das ist Bewegungssteuerung, das sind keine Knöpfe. That's the problem. Und du weißt ja sicherlich, wie ich dazu stehe. Moment. Erstmal die Wiimote wieder unter den Tisch. So.
La 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 la. Oh, einfach voll die Dinger einfach weggebolzt. Look, there is the... Oh! Kann ich das irgendwie cheesen? Es geht bestimmt irgendwie. Warte mal. Keine Ahnung, ob es so gedacht war, aber ich mach das jetzt so. Es sieht jedenfalls nicht so aus, als wäre es so gedacht worden, während Tudentun. Wobei, wäre man überhaupt hier reingekommen? Ach, keine Ahnung. Rob Bob Robertson, danke dir. Hallöchen, nicht danke dir, aber ja, danke fürs Kommen. Hallo. Wie hat er das denn jetzt hinbekommen? Dass er das doppelt nimmt. Guck, oh, das war... Ich hab's kommen sehen, aber ich hab's gechoked. Ah! Ja, keine Ahnung. Ikre, wie gesagt, bin ich auch, finde ich schon sehr ungeil. Aber muss ich mit leben? Wenn ich irgendwann mal Tropical Freeze spielen sollte, habe ich das Problem ja zum Glück nicht. Hehe. Denn wenn, dann würde ich natürlich die Switch-Version spielen. Oh Gott. Das ist cool, aber gemein. Haha, ich hab da... What? Ich dachte, ich hätte es verarscht, aber nein, es hat mich verarscht. Das ist eine geile Mechanik übrigens, möchte ich mal anmerken. Ich kann mir gut vorstellen, dass das K-Level damit spielen wird. Oder sucht sich irgendwas ganz anderes Teuflisches aus. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass die ganz durchgeht dann. So. Hm. Da oben ist noch was. Ah! Ah. Ich meine, ich verstehe ganz nüchtern gesagt, warum sie das eingebaut haben. Natürlich, weil es das Gimmick der Wii war und deswegen die Leute das ja auch so geil fand und alles und bla und blub und hast du dich gesehen und aber ist ja nur persönlicher Geschmack, nicht wahr? Was sieht, wenn ich jetzt das mache? Schade. Ich wollte was probieren, et ging nicht, okay? Und dann haben wir mehr als genug Zeit. Haha, ihr Elektrodinger, was wollt ihr tun? Was willst du tun? Ich wollte sagen, wie weit geht das Teil bitte? Das geht mir jetzt aber ein bisschen zu weit. Husch. Reicht das? Krass. Hätte ich nicht gedacht, aber anders wäre ich ja nicht rübergekommen sonst. Also musste es reichen. Das Spiel hatte keine Wahl, als dass es reicht. Nein! Oh, ich hab zu spät gesehen, dass das diese roten Dinger sind, ich ungeschickter Bursche! Ha! Das klang gerade nach, wo ist Kazooie, was? Wo ist Kazooie? Eben war er doch noch hier. Hätte schwören können, dass ich die Lampe berührt habe. Entschuldigung. Mann, ich hab das doch getroffen, ey! War nur ein Spaß, Ju, bevor du dich wieder aufregst. Oh, das war absolut dumm. Okay, ich muss mich wieder konzentrieren, Leute. Ich sterb gerade durch die... Blödeste Scheiße, weil ich nicht präzise genug jumpe. Wir wissen, Yu hat sich nämlich, hat mir nämlich schon gesagt, sie weiß manchmal nicht, ob ich quasi trolle oder mich wirklich gerade aufrege. Und ich dann so, Yu, 99% der Fälle trolle ich.
Aber ich weiß nicht, deswegen habe ich es gerade nochmal einfach dazu gesagt. Oh mein, knapp! So. Das Ding ging weiter als gedacht. Vielleicht höre ich jetzt einfach mal auf, dumm zu sein. Was denkt ihr? Könnte ich... Wäre das was für mich, so? ASMR. Also es würde mit meinem Mikrofon locker funktionieren und dem Mischpult. So ist ja nicht. Wie weit geht das Ding da oben? Okay. Geh nicht zu weit. Das Lustige ist, dass ich ja quasi schon am Ende bin von dem Level. Oh Gott. He did it. He did it. Habe ich alles? Also alle Buchstaben? Ja. Und das ist das Ziel oben, ne? Da. Har, har, har. Das war ja kostenlos. Das Level war so einfach. Es war so free, dass es mich bezahlt hat, damit ich es spiele. Ihr müsst nämlich wissen, dieses Level hier ist Subscriber bei mir. Und spendet regelmäßig. Moment. Das Level... Ja, ich will wissen, wie es hieß. Der Schalterverwalter. Mhm. Ist ein ganz treuer Zuschauer. Wahnsinnsmusik. Das wird eh nicht das letzte Level dieser Welt sein. Da öffnet sich noch irgendwas in der Mitte oder so. Da bin ich mir doch fast sicher, ey. Da wette ich doch drauf, du. Da wette ich doch drauf. So, was ist denn gerade los mit dir? Wieso? Was meinst du denn? Was meinst du denn? Machst du dir Sorgen? Kann ich dir helfen? Sag mir einfach was dir auf dem Herzen liegt. Und dann sage ich dir, was los mit mir ist. Oh, nur 5. 5 ist gut. Das heißt, meistens ist es irgendwie ein Lorenlevel oder ein, ein anderes Dings hier. Raketenfasslevel. Aber in dem Fall nicht. Aber ich meine, schlagen die ein Ding am Takt zur Musik. Wunderbar. Notrux, 23 Jahre, hi! Vielen Dank für deine Treue. Wahnsinnsmusik, jetzt will ich auch was Gutes hören. Was? Oh, ich hätte oben drauf gekonnt, oder? Ich muss niesen! Danke. Ich wette, da oben wäre ein Puzzleteil gewesen. Oh Mann. Ja, glu glu. Ah, so kriegt man das Teil also kaputt. Mit einem Fass abwerfen. Gesundheit, dankeschön. Du bist nicht mehr so wie früher, Mann! Stell dich das mal vor. Das wäre heftig Dance Game. Ihr merkt schon, ich mag Dance Games. Das hat sich mir leider mittlerweile so in meinem Sprachgebrauch integriert. Oh! Scheiße. So in meinem Sprachgebrauch integriert, dass ich gar nicht mehr das normale Wort dafür kenne. Nein, so schlimm ist es nicht. Habt ihr euch veralbert, Leute. Haha, habt ihr gemerkt, wie ich ein Späßchen mit euch gemacht habe? Das war was, wa? Cool. Mein Zinken juckt schon wieder. Immerhin bewegt sich der ganze Kram hier im Takt der Musik.
Das macht mich glücklich. Oder so. Das macht mich glücklich. Engineer. Boing. Dance-Spiel. Falco sagt immer Daniel-Spiel. Da muss ich dann immer lachen. So, hahaha, Falco. Voll witzig. Aua, auf meinen Hinter zu verbrennen. Stirbt er dadurch? Nein, tut er nicht. Cool, sogar ein Puzzleteil drin. Aua, jetzt ist Diddy Kong tot. Ja, da oben ist wieder ein N. Ich kaufe ein N. Ah, was ist da drin? Nichts Besonderes. Super.